So, herzlich willkommen zu Folge 3 unseres Let's Tests Titanfall. Ja, beim letzten Mal haben wir es schon geschafft, auf Stufe 3 aufzusteigen. Und wir haben ein neues Titan Loadouts. Wir können jetzt quasi in die Artillerie gehen. Vierfachraketen. Ja, wir können Angriff, dann können wir. Achso, das sind quasi die Waffen, die man hat. Also ich hätte jetzt quasi dann den Schildsystemfähigkeiten. Das wäre dann quasi jetzt einer feuert 4 Raketen pro Salve ab. Das wäre das Ding, was ich vorhin in der im Training hatte, was mir nicht gut gefallen hat. Und dann hat mir hier noch den Nahkämpfer mit der Schrotflinte. Mikroraketen. Da haben wir den Schützen noch mit Schalldämpfer. Aber wir werden, glaube ich, weiterhin einfach mit dem Schützen spielen. Und starten dann auch gleich mal wieder das nächste Match. Totgeweiht. Ein Spieler probiert, wird als Totgeweiht markiert. Tötet das feindliche Ziel um den Schü und schütze deine Mitspieler. Materialschlag, das haben wir ja gerade eben gespielt. Last Hiding, Standing mit 2 Spielern in jedem Team. Verlasse niemals deinen Wingman. Hardpoint, erobere und halte 3 Hardpoints auf der Karte für dein Team, um Punkte zu erringen. Je mehr Hardpoints du erhältst, desto schneller holen sie den Sieg. Dann machen wir das mal. Das ist nämlich quasi so was Ähnliches wahrscheinlich wie die Eroberung bei Battlefield. Wobei wir da natürlich ein bisschen Teamplay brauchen. Quasi also Hardpoint-Herrschaft. Und werden wir uns jetzt einfach mal den Modus anschauen. Dein Pilot ist immer mit einer Primärwaffe, einer Handwaffe und einer Titan-Abwehrwaffe ausgestattet. Ausgerüstet. Ja, das haben wir eben schon gesehen. Wobei ich ehrlich gesagt diesen Rocket Launcher ein bisschen blöd fand. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man so ein bisschen seine eigene Klasse zusammenwurschteln kann. Aber ich glaube, das funktioniert so leider nicht. So, dann legen wir jetzt einfach mal los. Hüpfen hier so ein bisschen über die Karte. Da hat quasi jemand gerade seinen Titan gerufen, würde ich fast behaupten. Und aua! Hardpoint-Punkt erreicht. Den müssten wir jetzt eigentlich dann nur noch erobern. Und machen uns dann, würde ich sagen, einfach mal direkt. Ist ja schon fast platt. Hier geht es auf jeden Fall mal richtig ab, zumindest. Müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir jetzt gleich mal ein paar, die wir mal abknallen können. Ah. So, den haben wir erledigt. Der ist auch erledigt und wir holen uns dann doch jetzt mal unseren Titan. Warten wir mal, bis er da unten ist. Einsteigen zum gedrückt halten und KI offline. Pilotenmodus aktiviert. An alle Einheiten. Die Miliz baut ihre Führung aus. Strengt euch gefest. Tech 6 an alle Einheiten. Wir sind geschlagen. Wir begrenzen unsere Verluste und verschwinden. Mission abgebrochen. Vorrücken zum nächsten Evakuierungspunkt. Ja, gut, okay. Dann hat sich das quasi in dem Match auch mal erledigt. Wir sehen quasi zu, dass wir hier wegkommen. Evakuierungspunkt erreicht. Empfehle Räumung des Bereichs von feindlichen Truppen. Und hoffentlich werden wir es diesmal erleben, dass wie wir hier hinkommen. Nicht wie beim letzten Mal, wo wir dann
sie kläglich eliminiert wurden. Die Ankunft ist doch in 2-3 Sekunden. Man hat einen kleinen Lag gerade. Scheiße. Zeit bis zum Tod. Und na gut, jetzt. Leider haben wir es wieder nicht geschafft, hier wegzukommen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal eine neue Runde. Was haben wir denn so erreicht? Pilotenkills immerhin ein. Wir sind nicht einmal gestorben. Wenn du verlierst, wird das Ergebnis des Matches nicht gewertet. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich bis jetzt ein Spiel gewonnen hätte. Also von daher, aber naja. Immerhin ein paar EP haben wir erhalten bis Stufe 4. Das Lustige ist, dass es glaube ich bis Level 35 geht. Wenn ich mich nicht täusche. Also wie gesagt, du hast echt bis 35 Level und ich meine, wir haben jetzt schon 3,5 oder sowas erreicht. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich anzieht. Was es allerdings nachher geben wird, das ist, denke ich mal, das, was man hier an der Seite sieht, dass wenn du Level 35 oder was bist, dass du dann wahrscheinlich so eine Art Prestige-Level beim... Also eine Art Prestige-Level, du schaltest dich dann nachher runter und kannst dann halt nochmal hochspielen. Allerdings frage ich mich gerade, warum die Jungs hier Level 50 haben. Aber wie gesagt, das war das, was ich maßen gelesen hatte irgendwo. Oh, es geht also in eine Stadt. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Beziehungsweise, wenn man mal die Plakate hier oben sieht. Naja. So, wir sind in Angel City. Und werden da jetzt sehen, dass wir mal ein paar Punkte erobern. So, wir nehmen aber wieder einen Schützen und einen Angreifer. Die warten noch auf die Spieler. 7 von 8. Sprung zur Zieloption, Position. So, Beginn. Können Sie mal kurz unsere Startsequenz hier angucken und jetzt geht's ab raus. Wir halten uns einfach mal... Ich dachte, wir halten uns jetzt an unsere Kollegen hier, aber... Irgendwie... Wollen die nicht so ganz, aber da hinten hören wir schon die ersten Gefechte. Deswegen werden wir da jetzt auch mal rüber huschen. Es gibt so Momente, wo ich mir denke, manche von denen sind echt zu blöd zum Schießen. So, wir sind aber schwer getroffen, also ein bisschen weg hier. Schmeiß da mal eine Granate hin und dann können wir mal hier rüber, da haben wir schon wieder einen gesehen. Schon wieder Fußsoldaten ausgeschaltet. Das wirkte fast gerade wie eine EMP-Granate oder ähnlichem. Das Lustige ist, dass es ja wirklich hier diese ganzen Supersprünge und alles gibt und ich die aber irgendwie so gut wie nie nutze. Ich muss sagen, dass die Shortcut-Taste für den... sag doch mal bitte. Dass die Shortcut-Taste für den Nahkampfangriff ziemlich mies gewählt ist. Was zum Teufel ist da unten los? Die Miliz fällt sämtliche Hardpoints. Sichern Sie auf der Stelle diese Terminals. So. Warte auf Ihr Signal. Wir kontrollieren jetzt Hardpoint Charlie. Mein Titan ist da. Mit dem werden wir jetzt einfach mal
Werden wir dann jetzt mal hier ein bisschen aufräumen, würde ich sagen. So. Punkt A. Das ist schon mal gut, wenn wir Alpha haben. Dann geht es nämlich jetzt weiter zu Beta. Ah. So, schnell anvisieren. Gut, 25% der Mission sind geschafft. Sichern Sie die Hardpoints. So, da sind die ganzen Robs am Arbeiten. Wir steigern uns, aber diese Milizterroristen. Ja, das war jetzt Kacke. So. Hinter uns sind jede Menge. Wir führen, Pilot, ausgezeichnet. Bravo, wird angegriffen. Also, wir halten quasi gerade C. Den Hardpoint gehalten und jetzt haben wir uns direkt mal den Titan geholt. So, dann mal ab ein bisschen nach hier vorne umgebeamt. Und hier vorne müssten dann nämlich gleich wieder die ganzen rausgehüpft schnell. Au! Blitzmaker. Gute Frage, was das natürlich jetzt war. So, jetzt holen wir jetzt aber erstmal Bravo hier zurück. Assist. Ja, da war natürlich wieder einer mit dem Titan. Der da böse Aua gemacht hat. Jetzt geht's mal ab nach C und dort werden wir dann mal sehen, dass wir dort mal wieder anfangen, was zu reißen. Da ist ein feindlicher Rob, den werden wir jetzt mal ein bisschen versuchen hier einzuheizen. Jetzt habe ich im Moment so das Gefühl, es klappt nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ah, doch. Piloten, wir haben unseren Vorsprung auf die Miliz weiter ausgebaut. Au! Ja, gerade echt mies. Wir können jetzt wieder unseren Titan rufen. Das geht eigentlich auch schneller, als ich dachte. Also, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass man nicht so oft dazu kommt. Aua. Nuklearausstieg. Die lassen sich auch hier was einfallen. So, ab hier hoch.
Aua. Das tat gerade echt weh. So, Stufe 4 erreicht. Könnten wir natürlich auch einfach mal machen. Einfach mal so hart ein bisschen rumcampen. Auch wenn das irgendwie scheiße ist, wie ich finde. So, jetzt haben wir ein paar Fußsoldaten hier erledigt. So, der ist auch gesichert, der Platz hier. Und da hinten gibt es wieder ein paar neue Gegner. Die Frage ist nur, wo genau sind die? Aua. So. Ah. Ein Schocker. Wer denkt sich denn so ein Blödsinn aus? Eliminieren Sie alle feindlichen Piloten. Machen wir.